willkommen zu einem neuen Beitrag und der befasst sich mit Geistern. Für diesen Beitrag, da habe ich auf einige Webseiten zurückgegriffen, die sich mit dem Thema Geister beschäftigen, aber nicht in der Form, dass sie dort irgendwelche gruseligen Filmchen und Geschichten präsentieren, sondern in der Form, dass sie sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, mit der Fragestellung, was könnten Geister sein? Ich habe mir da also von verschiedenen Seiten Informationen über dieses Thema beschafft. Große Diskussionen über die Existenz von Geistern zu führen, das bringt es eigentlich nicht, weil die Sache mit den Geistern, das ist eher so eine Glaubensfrage. Entweder glaube ich an Geister und ich glaube die Geschichten, die man hört, zumindest die, die mir persönlich glaubwürdig erscheinen, oder ich glaube nicht an Geister und sage einfach, es gibt keine und damit ist das Ganze im Prinzip auch schon erledigt. Was der einen Seite als Beweis für die Existenz von Geistern gilt, das ist für die andere Seite nicht mehr als irgendetwas, das sich auch ganz natürlich erklären lässt. Und da treffen eben zwei Meinungen aufeinander. Ich weiß ja nicht, ob es noch andere Gegenargumente gegen die Existenz von Geistern gibt, außer der Tatsache, dass man nicht dran glaubt und sagt, es gibt keine. Mir ist da jetzt groß keine bekannt, aber sollte es etwas geben, was diese Meinung bestärkt oder belegt, dann kann man das ja ins Kommentarfeld schreiben. Und das ist eben auch die Aufforderung an die Seite, die sagt, ich glaube an Geister oder vielleicht ich weiß sogar, dass es welche gibt, denn letztendliche Belege sind mir auch da nicht bekannt, die zeigen würden, dass es 100% gar keine Frage ist, dass es Geister gibt. Natürlich gibt es endlos viele Geschichten über Geister, wo jemand einen Geist gesehen hat oder hier auf YouTube gibt es endlos viele Videos, auf denen angeblich Geister zu sehen sein sollen, aber all das ist ja letztendlich nicht der Beweis für die Existenz von Geistern, denn all das kann man anzweifeln. Erzählungen sind eben Erzählungen und müssen nicht stimmen und dass es hier auf YouTube eine Menge Fake-Videos gibt, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber wenn ich jetzt einen Film darüber drehen wollte, warum es Geister nicht gibt, dann wäre der jetzt hier zu Ende. Man braucht nur sagen, ich glaube nicht dran. Also gehe ich in diesem Film einmal davon aus, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass es Geister gibt und dementsprechend habe ich die Informationen gesammelt, die ich euch hier in diesem Film präsentiere. Ich denke, jeder hat schon einmal eine Geschichte gehört über Geister, die ihm erzählt wurde. Der eine oder andere hat vielleicht sogar etwas erlebt, bei dem er davon ausgeht, dass dort Geister am Werk waren. Und hier auf YouTube, da gibt es ja, wie gesagt, mittlerweile endlos Filme, die angebliche Aktivitäten von Geistern zeigen sollen. Bei der Mehrzahl dieser Filme ist es jedoch so, dass diese unmittelbar nach Kinoerfolgen wie Paranormal Activity hochgespielt wurden und dass sie sich in ihrer Machart sehr stark an diesem Film orientieren. Und irgendwie könnte ich jetzt schon drauf wetten, demnächst, wenn die Neuverfilmung vom Blair Witch Project anläuft, dass es danach wieder einen Hype solcher Filme auf YouTube geben wird. Und wie bei vielen anderen Dingen, die sich etwas außerhalb dessen bewegen, was die Allgemeinheit so für möglich und glaubhaft hält, da tun solche Fakes der Sache nicht gut. Denn verständlicherweise zeigen diejenigen, die dieser Sache skeptisch gegenüberstehen, mit dem Zeigefinger auf solche Filme und dann werden die Dinge, die Jahre vorher schon aufgenommen wurden, gleich mit in diese Schublade gesteckt. Und Videos, die dann wirklich Fragen aufwerfen, die haben es dann auch nicht leichter. Was ihr hier seht, das ist eine Aufnahme aus einem Krankenhaus in Korea und dort ist es so, ist ein Patient verstorben, wird er erst einige Stunden in einem separaten Raum abgestellt, bevor er dann in den Kühlraum kommt. Zwar wurde nach dem heutigen Stand der Medizin der Tod festgestellt, aber um ganz sicher zu gehen, dass der Patient nicht doch noch aufwacht, wird er dort einige Stunden sozusagen vorgelagert, bevor er dann in die Kälte kommt. Diese Räume, die werden in der Regel videoüberwacht und auf dieser Aufnahme, da zeigt sich etwas, das gibt dann doch zu Rätseln auf. Kann es sein, dass in diesem Video zu sehen ist, wie eine Seele einen toten Körper verlässt oder ist das Ganze einfach nur ein Fake oder vielleicht irgendein Fehler im Video?
Und sollte das Ganze echt sein, dann gäbe es ja zwei Fragen, die da im Raum stehen. Zum einen, war das jetzt eine Seele, die wir gesehen haben? Oder war das vielleicht schon ein Geist? Und nicht wenige fragen sich, warum war der wieder bekleidet denn eigentlich? Gibt es keine Geister, Kleider? Der müsste ja eigentlich nackt sein. Ich habe mich zunächst einmal auf die Suche nach einer Antwort auf die erste Frage gemacht. Nämlich, ist eine Seele gleich ein Geist? Oder wie wird man eigentlich zu einem Geist und kann das eigentlich jeder werden? Was ich dabei so herausgefunden habe, das ist Folgendes. Es soll so sein, nach Meinung derer, die an Geister glauben, dass eigentlich erst einmal jeder ein Geist werden kann. Es kommt darauf an, was er mit hinüber ins Jenseits nimmt. Begierden, Wünsche und andere Anhaftungen, die können im Jenseits zu Schwächen werden. Nämlich zum Beispiel dann, wenn man sie nicht loslassen kann. Die Chance, ein Geist zu werden und dann noch nicht einmal einer von der netten Sorte, die ist enorm groß, wenn man sein ganzes Leben verbittert war, mit sich selber unzufrieden, nur das Negative gesehen hat und sich ständig ungerecht behandelt fühlte. Das kann im Jenseits dazu führen, dass das von jemandem als Schwäche ausgelegt wird und damit meine ich jetzt nicht den lieben Gott. Die spirituelle Geisterforschung, die geht davon aus, dass es verschiedene hochrangige Geister im Jenseits gibt und wenn man dorthin kommt, so als eine verbitterte, garstige, unzufriedene Seele, dann kann es sein, dass einem der Eintritt ins Jenseits verwehrt wird, so lange, bis man seine Sachen geregelt und diese Seele gereinigt hat. Und da hat man nun zwei Möglichkeiten. Entweder macht man sich in Form einer solchen Seele oder eines solchen Geistes dann auf, um seine Dinge zu regeln, wie das auch immer gemacht werden soll, ist fraglich. Oder man fühlt sich auch da ungerecht behandelt und dann ist man so ein böser Geist, der vor lauter Wut und Gram herumspukt und allgemein als Poltergeist bezeichnet wird. Und wie so etwas aussehen könnte, wenn ein dauergereizter, wütender Poltergeist einen belästigt oder ein Gebäude besetzt hat und dort sein Unwesen treibt, das kennt man ja aus zahlreichen Hollywood-Filmen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt auch eine Menge YouTube-Filme, echt oder nicht, die zeigen solche Aktivitäten. Ist das so? Warum soll es Geister geben, die sichtbar sind und warum soll es Geister geben, die unsichtbar sind? Und da sagt die Geisterforschung, das ist dem Geist im Prinzip erst einmal selbst überlassen, ob er sich zeigt oder nicht. Die spirituelle Geisterforschung, die sagt, Geister haben zunächst einmal kein Geschlecht. Die sind weder männlich noch weiblich, denn die sind feinstofflich und haben somit keinen Körper. Aber die können ein Bild in unsere Gegenwart projizieren. Und dieses Bild, das sie projizieren, das ist in der Regel das Bild, dass sie als letztes sozusagen in Erinnerung von sich als Mensch haben. Und wenn sie nicht gerade nackt unter der Dusche gestorben sind, da waren sie bekleidet. Und wie gesagt, es ist den Geistern wohl selbst überlassen, ob sie erscheinen oder nicht. Nun habt ihr ja in diesem Video schon ein oder zweimal den Begriff spirituelle Geisterforschung gehört und darauf möchte ich einmal kurz eingehen. Es gibt Menschen, die sind so im Bereich der Aufklärung des Geisterphänomens tätig. Ihr kennt sicher die ein oder andere Ghost Hunter Gruppe, die ihre Kanäle auch hier auf YouTube haben. Die besuchen dann Orte, von denen berichtet wird, dass dort Geistererscheinungen stattgefunden haben und dass dort gespukt wird und nehmen dort auch technisch ausgerüstet verschiedene Messungen vor und versuchen, eine Geisteraktivität dort nachzuweisen. Aber sie versuchen teilweise dann auch mit diesen Geistern irgendwie in Kontakt zu treten, um zu erfahren, warum sie dort spuken und sich nicht im Jenseits befinden. Das ist so ein Teil der Arbeit, die sie machen. Und es gibt noch die sogenannte spirituelle Geisterforschung und die ist im Ansatz erst einmal identisch, nämlich dass man davon ausgeht, dass der Mensch eine Seele haben muss, dass er gestorben ist und diese Seele nun, anstatt sich ins Jenseits begeben zu haben, hier auf der Erde weiter herumwandelt und dann spukt. Und da hören dann die Gemeinsamkeiten auch schon auf, denn die spirituelle Geisterforschung, die geht, so wie mir das scheint und wie ich das lesen konnte, einmal davon aus, dass jegliche Geister einfach bösartig sind. Weiterhin geht dann diese spirituelle Geisterforschung auch sehr stark in den esoterischen Bereich hinein.
laut ihrer Auffassung der Geisterwelt gibt es dann verschiedene hochrangige Geister, die anderen Geistern befehlen können und so weiter. Also das ist so eine Sache, der folge ich dann nicht mehr so. Aber die Ansätze sind nicht verkehrt, meiner Meinung nach. Die Erklärung, warum die spirituelle Geisterforschung alle Geister für bösartig hält, die lautet wie folgt. Der Intellekt eines normalen Menschen ist auf die Bewältigung verschiedenster Aufgaben in der Welt gerichtet, um auf körperlicher und psychologischer und spiritueller Ebene sich selbst zu erhalten. Der menschliche Intellekt hat ein ihm innewohnendes Element, in Klammern Funktion, die ihm dabei hilft zu unterscheiden, was recht und was falsch ist und auch, was fortgesetzt und was aufgegeben werden muss. Wenn wir sterben und Geister werden, verlieren wir diese Intelligenz zu unterscheiden. Wenn wir zu rein feinstofflichen Körpern werden, ist der dominierende Körper unser Mentalkörper, der angefüllt ist mit Wünschen, Begierden und starken Gefühlen. Der Intellekt wird dann einzig und alleine dazu gebraucht, Wege zu finden, diese Begehrlichkeiten zu befriedigen. Im Gegensatz dazu wird auf der Erde der Intellekt für die verschiedensten Dinge gebraucht, auch körperliche, wie das Verdienen des Lebensunterhaltes. Da ein Geist davon besessen ist, seine Begierde zu befriedigen oder andere zu drangsalieren, richtet sich sein Intellekt nur in diese eine Richtung. Der Intellekt ist völlig egozentriert und darauf beschränkt, Macht zu erlangen. Das ist also die Erklärung der spirituellen Geisterforschung dafür, dass es eigentlich nur bösartige Geister gibt. Alle anderen Geister der Verstorbenen, die befinden sich im Jenseits und die haben sich schon zu Lebzeiten von diesen Begierden und Verlangen befreit, die sie andernfalls nach dem Tod als Geister über die Erde wandeln lassen. Um nun zu verhindern, dass man ein solcher Geist wird, ist es dann folglich natürlich notwendig, ein sehr spirituelles Leben zu führen, und dazu hat dann die spirituelle Geisterforschung auch entsprechende Vorgaben, die dann darin münden, dass man so ein bestimmtes, nach ihren Vorgaben formuliertes Leben zu führen hat. Das Ganze ist also eine Sicht der Geisterwelt, in die man schon zu Lebzeiten eingreifen kann, wenn man eine entsprechende Lebensweise zutage legt, und ich möchte jetzt nicht sagen, das Ganze ist sektenförmig organisiert, aber es gibt da schon den ein oder anderen Guru, der einem auf seinem Weg dorthin begleitet, und die werden dann grundsätzlich mit ihrer Heiligkeit angesprochen. Also vom Grundgedanken her ist das vielleicht gar nicht so schlecht, und deshalb habe ich das auch einmal in diesem Film mit einbezogen, aber ansonsten sollte man das Ganze dann vielleicht doch mit Vorsicht genießen. Die andere Seite der Geisterforschung, das ist dann, wie ich eben schon angesprochen habe, die Art der Geisterforschung, die sich damit befasst, Spukorte zu besuchen oder Messungen dort vorzunehmen und irgendwie nachzuweisen, dass es dort spukt, und vielleicht auch mit dem Geist Kontakt aufzunehmen. Und da ist es auch nicht so, dass alle Geister grundsätzlich böse sind, sondern da kann es verschiedene Gründe haben, warum eine Seele sich noch auf diesem Planeten sozusagen befindet, anstatt sich im Jenseits zu befinden. Natürlich kann dort einfach auch der bösartige Geist umherspuken, aber es kann auch sein, dass der Seele, die dort spukt, selber etwas Böses angetan wurde, wofür die Verantwortlichen noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurden und diese Seele sich damit nicht abfinden kann. Möglich ist dort auch, dass zum Beispiel jemand so schlagartig aus dem Leben gerissen wurde, dass er noch gar nicht gemerkt hat, dass er tot ist und seine Seele weiter über diesen Planeten wandelt. Seht die Geschichte vom Hürtgenwald, dort wird auch heute immer noch berichtet, dass es dort zu Geistererscheinungen in Form von amerikanischen und deutschen Soldaten kommen soll. In der Gegend um Calder wird immer wieder einmal berichtet, dass man aus den Wäldern dort nachts Gefechtsgeräusche gehört hat. Oder es gibt Kinder, die berichtet haben, dass sie im Wald von Soldaten angeschrien wurden, dass sie nach Hause gehen sollten, dass es gefährlich wäre, sich dort aufzuhalten. Und diese Soldaten waren eben bekleidet wie die Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Alles solche Geschichten, die gibt es aus dieser Region, und da stellt sich dann die Frage, sind das alles nur Märchen oder sind die Leute alle in irgendeiner Form übersensibel und bilden sich etwas ein, was dieses Thema angeht? Wer weiß. Nun haben wir also erst einmal drei Meinungen. Wir haben einmal die spirituelle Geisterforschung, die sagt, alle Geister sind böse, weil sie sich im Leben nicht entsprechend vorbereitet haben auf den Tod. Nur wer sich entsprechend vorbereitet, der wird ins Jenseits kommen, alle anderen
sind grundsätzlich böse Geister. Wir haben den Teil der Geisterforschung, der sagt, es gibt die verschiedensten Geister und es sind eben nicht alle bösartig. Sicher gibt es Poltergeister oder bösartige Geister. Es gibt aber auch Geister, die auf der Erde herumirren, weil sie noch nicht gemerkt haben, dass sie tot sind oder weil ihnen selbst etwas angetan wurde und so weiter. Es gibt also die verschiedensten Geister. Und wir haben natürlich die dritte Seite, die sagt, es kann keine Geister geben, erstens, weil es kein Leben nach dem Tod gibt. Zweitens, selbst wenn es das gäbe, heißt das noch lange nicht, dass Seelen auf der Erde herumspuken würden. Das ist alles Quatsch. Und wie immer steht man vor der Frage, was ist nun die Wahrheit? Für den einen ist die Wahrheit, dass es gar keine Geister gibt. Für den anderen ist die Wahrheit, dass es welche gibt. Aber es bleibt die Frage, welche Belege hat man für die Meinungen? Wenn ihr also meint, es gibt Geister und das ist eine Sache, die völlig außer Frage steht, was würdet ihr als Belege dafür geltend machen? Schreibt das doch einmal ins Kommentarfeld, wenn ihr mögt. Und die andere Seite, auch ihr könnt ja einmal schreiben, warum ihr sicher seid, dass es keine Geister gibt und warum das alles Mumpitz ist. Aber man sollte jetzt nicht anfangen, sich da gegenseitig zu zerfleischen, sondern die Argumente einfach einmal so beleuchten, die jeweils die eine oder andere Seite bringt, ohne da übereinander herzufallen. Irgendwelche belegbaren Fakten, so wie ich persönlich das sehe, die gibt es in diesem Fall nicht. Weder gibt es Fakten, die belegen, es gibt 100% Geister und hier ist dieser Beweis. Es gibt aber auch keine, die sagen, es gibt keine Geister und hier ist der Beweis. Also, ich würde sagen, die Sache ist erst einmal offen. Das ist meine persönliche Meinung. Hat euch der Film gefallen, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, da würde ich mich freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.